Der Familienbetrieb heizt nach wie vor ein, sorgt für frische Luft oder lässt fantastische Bäder entstehen. 75 Jahre Unternehmensgeschichte. 75 Jahre voller Erinnerungen und Geschichten. 75 Jahre, in denen viele Menschen das Unternehmen Voss in Haselünne geprägt haben. Oh ja, echt viele Menschen. Und am Anfang war es eine Idee und zwei Menschen und jetzt sind es über 160. Wir sind ein Familienbetrieb und das wollen wir auch bleiben. In dem jeder auch jeden kennt. Zum Geburtstag gratuliert. Oder dass man auch das Wesentlichste über den oder die Kollegin weiß. Dass man weiß, wie tickt der denn so, ne, welche Charaktereigenschaften hat er so, welche hat er Familie oder ja, Kinder. Ne? Absolut, aber das klappt eigentlich gut. Und ich merke nur, je größer es wird, so schwieriger wird es auch. Und die Werte, die wir heute leben, wie Verantwortung und Vertrauen, die haben auch meine Großeltern schon gelebt. 1946 begann Heinrich Voss und Agnes Voss die Firma aufzubauen. Sie sammelten Kartuschen. Das ist die Munition 80x32, mit der Haselünne beschossen wurde. Daraus machte Heinrich als erstes seine Wärmflaschen, Rauchservice, Teller, Gongs, Kerzenleuchter. Und so begann die Arbeit der beiden und der Aufbau der Firma Heinrich Voss. Als reine Schlosserei und später dann Heizungsbau, Sanitär und so weiter, Haustechnik. Ja, das ist aus der Not heraus geboren, denn Vater konnte keine Anstellung kriegen in dem Sinne und war immer darauf bedacht, in der Jugend hatte er schon immer viel gebastelt und mit seinen Freunden viel unternommen, Boote, Motorräder gebaut und war somit handwerklich doch sehr vorbelastet. Und hat sich dann gesagt, nachdem er Mutter Agnes kennen und lieben gelernt hat, dann haben die sich gesagt, so, wir machen uns selbstständig. Es besteht ja nur die Möglichkeit, entweder ziehen wir es durch oder wir scheitern. Und das Scheitern hat sich nicht durchgesetzt, denn wie gesagt, Vater war handwerklich geschickt. Und Mutter machte dann die Abrechnung bzw. die Büroarbeit und war da auch sehr gut aufgestellt. Und somit waren die beiden ein hervorragendes Team. Es war eine tolle Kombination. Agnes war klar in ihrer Gerechtigkeit, und sie war Handelsschule, sie war ja zumindest betriebstechnisch, betriebswirtschaftlich gebildet. Und er war der fleißige Arbeiter und sie war diejenige, die den Hintergrund hatte und die das Büro hatte und die genau wusste, was sie wollte. Und das hatte Friedrich Behrensen mal damals gesagt beim 50-jährigen Betriebsjubiläum, ein Dream Team. Das war gerade damals der große Mainstream-Ausdruck, Dream Team. Also ein Traum, eine Traumkombination. Das waren die beiden. Und es war ja alles im Haus. Die erste Werkstatt war in einer Scheune, die zweite Werkstatt war im Wohnhaus, im Erdgeschoss. Und auch als Kinder bekamen wir alles mit. Wir waren sechs Kinder oder sind sechs Kinder. Und bekamen alles mit, ob es der Bauer war, der am Sonntag noch eben seine Rechnung bezahlen wollte oder der Nachbar seine Dosen verschlossen haben wollte. 24 Stunden waren wir Kinder mit involviert, auch über den gesamten Ablauf immer informiert und über die Tätigkeit von Vater und Mutter. Mutter im Büro, Vater draußen bzw. auf der Baustelle oder hauptsächlich in der Werkstatt. Das war ein super guter Mensch, möchte ich sagen. Das war, ne? Das war ehrlich. Kommt man mitarbeiten und hier war wohl ill und streng. Da gab es kein Wenn und Aber. Und das war mit Agnes auch. Ja, ich wurde mal zum mit Jeske Nermuth war, auf Kiel bis Sonntagnacht zum Friseur geschickt. So. Da musste ich noch die Haare schneiden lassen. Du kommst mir morgen das nicht so weh, 16:30. Okay. Such du mal sonntags einen Friseur. Ja,
als Schlechtiger? Ja. So war er auch dann, ne? Ja. Wo ich dann angefangen bin, müssen wir erst einen halben Tag in der Werkstatt bleiben. Ne, erstmal kennenlernen, muss ich alle Meißel anspitzen, die in der Werkstatt lagen. So. Anschleifen. Und mittags durfte ich ja mit Heinz meine erste Baustelle Grelle in Flechung. Das behält man noch. Da ich jetzt als Kriegsweise aufgewachsen worden bin, meine Mutter, die war seit 1942 schon Witwe, war Heinrich eigentlich immer mein Vorbild. Ich weiß, einmal war es, das war im Winter, mussten wir einen Anhänger mitnehmen. Also wir hatten damals einen alten Pritschenwagen, so ein 7,5-Tonner offenes Auto, hinten offene Ladefläche. Der war schon sehr betagt damals. Da war der linke Seite der Blinker kaputt. Ich hatte nach Rhein hin, zum Chef hin. Und Werner Borchardt fing dann mit Heinrich an zu diskutieren, da müsste der Blinker doch erst fertig gemacht werden, so könnte er nicht losfahren. Heinrich stellt sich vor ihm, überlegt, sagt nichts, also wirklich lange Sekunden, sagt gar nichts. So war er, du lautest mal Turbe überlegen. Möwe überhaupt links blinken? Also brauchte ich überhaupt einen Blinker, ne? Ja. Also das werde ich nicht vergessen, mein ganzes Leben nicht. Ganz stumpf, Werner, reines Auto, Meier komm, wie mit los, weg, los geht's. Ja, das waren so Sachen. Schicken Sie mir den Mann mit dem Lederhut. Viele Kunden. Ja, ich möchte nur den Mann mit dem Lederhut haben. Ja, das wurde damals gesagt. Ja. Ich habe eben noch zu Ulla gesagt, muss ich den Lederhut wohl mitnehmen? Ja, ja. Das war dein Markenzeichen. Und die Pünktlichkeit, da war ja auch. Ja. 10 Minuten vorher solltest du ja wohl da sein. Ja. Abends dauerte das ja immer ein bisschen länger. Ja. Da war ja nicht so schlimm. Open End. Ne? Weihnachten, die ersten Weihnachtsfeiern, die haben wir im Bauwagen gemacht, hinter Bafoss. Die haben dann so einen Bahnwagen. Ja, genau. Da haben wir unsere Weihnachtsfeiern gemacht. Das war das Erste, was Heinrich auch zu mir sagte, hör zu, wir müssen häufig zu den Bauern aufs Land und wenn du da mit deinem Hochdeutsch ankommst, dann haben wir schlechte Karten. Also, lern Plattdeutsch. Ja. Und Heinrich hat dann nur mit mir Plattdeutsch gehört. Ja. Ja. Das war wichtig für das Geschäft damals. Er war derjenige, der fleißig, gerade er hat ein Ziel, gerade hin. Und alles, was drumherum war, da kümmerte sich Agnes drum. Also das war eine tolle Kombination. Und gut ab vor Agnes. Mutter hatte 6 Kinder großgezogen. In der Zeit 6 Kinder großgezogen. Einen großen Haushalt geführt und den Betrieb geführt. Und war, glaube ich, noch Vorsitzende von ihrem Damenturnclub. Also, man muss Hut ab. Das ist eine Lebensleistung, die durchaus bewertet werden sollte. Agnes und Heinrich waren sehr, sehr hoch angesehene, immer noch Chefs bei allen Mitarbeitern. Ne? Derjenige oder diejenigen, die so ein Unternehmen schaffen und dann auch damals in so schwierigen Zeiten, da muss man sehr, sehr dankbar sein. Und die haben alles für ihr Unternehmen getan. Und wenn man dann bedenkt, dass das heute schon 75 Jahre her ist, da muss man Hut vorziehen. Ja, Vater Heinrich war durch und durch Handwerker, wie ich auch, wie ich heute noch bin. Und hatte nur, ich sag mal, das Handwerk im Kopf und das war sein Ding. Büroarbeit lag ihm nicht so. Da haben die beiden sich total ergänzt. Und Mutter hatte das Regiment im Büro. Und Mutter war bekannt für ihr resolutes Wesen und für ihre Gradlinigkeit im Büro. Das war schon markant und da können einige ältere Angestellte, auch Büroangestellte, aber auch Monteure, Schlossergesellen, einiges darüber berichten und einige Anekdoten darüber erzählen. Die hat andere Zeiten erlebt und das hat sie uns vermittelt. Dieses nicht so verschwenderisch zu sein,
Auch Blätter, die nicht mehr, die falsch gedruckt sind, die Rückseite, die haben wir geschnitten. Da haben wir Notizzettel von gemacht. Das war, sie ist anders groß geworden, in einer anderen Zeit. Und das hat sie uns vermittelt und das haben wir übernommen. Sparsam zu sein, ja. Oder Rechenmaschinen mit diesen weißen Rollen, meterlang. Die mussten wir abends, die durften wir auch nicht abmachen. Die mussten wir dann andersrum wieder aufwickeln, weil dann konnten wir die nochmal benutzen. Nachhaltigkeit. Mutter Aachen ist früher schon drauf Wert gelegt, ja. Ja, sie war streng, aber man hat so viel gelernt. Auch Disziplin gelernt, Ordnung gelernt. Das, ja, ich hatte eine gute Ausbildung. Heini war in meiner Halle, kam ganz selten ins Büro. Und im Büro hatte Mutter Aachen das Sagen. Da hat Heini sich auch rausgehalten. Aber den habe ich nicht mehr so erlebt. Heini. Vater war ein... eine Seele von Kamel. Also ein es rappelt wieder bei mir. Vater war ein... Nee, Vater war herzensgut. Also er hatte eine... Es gibt so einen bestimmten Ausdruck. Er war ein herzensgut. Also er war klar, geradeaus. Ein Herzensgut. Er war authentisch in seiner Seele. Er war authentisch in seiner Aussage. Und er wusste, ich bin ein, und hatte Ehrgeiz, ich bin ein guter Handwerker. Das war für ihn das Wichtigste. Wir verstanden, also Vater und ich verstanden uns immer, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch wieder bedingt durch das Handwerk, denn Handwerk verbindet im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwie vertrauten wir uns auch gegenseitig und der Ablauf der Arbeiten war also schon von Kindheit an, auch mit 10, 12 sind wir schon mitgefahren. Er hatte Lebensfreude. Aachen musste ihn immer zurückpfeifen, wenn er einen kleinen getrunken hatte. Das ist bei mir ähnlich. Und dann war er auch ausgelassen, war auch freudig. Und für uns Kinder war es das Wichtigste, wenn er lachte. Er hatte vor Lachen Tränen in den Augen. War schön. Fehlt mir am meisten. Ich hatte nicht so ein intensives Verhältnis zu ihm, was die technischen Dinge angeht, so wie Hubert, der mit ihm ja sich in technische Probleme reindenken konnte und so lange gebohrt hat, bis er dann wirklich die Lösung gefunden hatte. Ich hatte diese Nähe im Technischen zu ihm nicht, aber ich habe ja gesagt, je älter ich werde, desto intensiver ist mein Vater für mich präsent. Das schön Lustigste, was ich sagen kann, als ich 1967, guck mal, da war ich 19 Jahre alt, bin ich nach Berlin gegangen, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, auf dem Land groß geworden, in einer Kleinstadt. Und als Vater dann sagte, Junge, eins gebe ich dir mit auf den Weg. Das war am Bahnhof. Eins gebe ich dir mit auf den Weg. Das Portemonnaie, das musst du so wenig wie möglich offen machen. Und die Hose vorne, die lässt du ganz zu. Ne? Weißt du, was das bedeutet? Das ist so pragmatisch, so klar, preußische Tugenden. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Disziplin, Sparsamkeit.
Und das in zwei Begriffen. Ich habe mich weder an das eine noch an das andere gehalten, aber es hat mir nicht geschadet. Das war eine, war toll. Also, bei Vater da. Also gut, das Zusammenspiel mit Hubert und Peter, das ist ja immer schon, ja, im Prinzip sehr eng gewesen. Ja, auch, wenn du so willst, sehr familiär auf jeden Fall. Das hat es ja unter anderem auch ausgemacht, ganz klar. Leistung musst du natürlich genauso kommen. Das steht auch außer Frage. Ohne Leistung keine Wurst auf dem Brot, hieß es damals. Mit 16 Jahren, 1966, kam ich auch bei Heinrich und Agnes Voss in die Lehre. Da muss ich schon lachen. Das fing morgens auf Zeit an. Dann war ich der Erste in der Firma mit Heinrich. Da haben wir vielleicht 4 Gesellen und 2 Auszubildende. Und dann war die Hauptaufgabe, waren Schlosserarbeiten. Mit Hubert hatte ich in der Regel eigentlich mehr zu tun, ja. Der war in der Regel ja morgens auch immer da in der Einteilung oder was weiß ich was, hat die Monteure eingeteilt und uns als Azubis damals ja auch. Aber klar, wenn ich so Hubert so sehe, der war morgens um 5, 5:30 der Erste, immer. Also wenn der morgens mal nicht da war, da war irgendwas faul. Also ich glaube, das habe ich vielleicht 2, 3 Mal in der ganzen Zeit erlebt. Und abends auch der Letzte. Also man konnte morgens einmal mit ihm reden, abends mit ihm reden. Der war quasi immer da. Hat auch Sachen, was halt eben außerhalb, die man als Azubi halt so macht. Früher wurden die Autos noch auf dem Hof gewaschen und was weiß ich was alle und aufgeräumt. Und da haben wir ja auch einen Teil vom Lager dann immer noch abends nach Feierabend oder am Freitag oder Samstag gemacht. Aber das war damals auch normal und gehörte einfach dazu. Ja. Also von dem er da, von den Sachen, denen er gesprochen hat, er wusste ja, wie es geht. Der braucht man auch nichts vormachen oder sonst irgendwas. Der wusste ganz genau, das und das dauert ungefähr so lange. Hier, Jung, von da musst du fertig werden. Ja. Das war wirklich auch auf dem Punkt. Da gibt's nichts. Bei mir fängt das 1973 an. Ich bin 1973 nach meinen Lehr- und Wanderjahren wieder nach Haslöhne zurückgekehrt und musste dann in den Betrieb, weil unserem Vater ging das nicht gut. Das deutete sich schon an, er war irgendwie nicht gut zufrieden und war krank und da wurde ich zurückgerufen. Peter, habe ich auch einige Sachen immer so für mitgemacht, ganz klar. War immer etwas anders gestrickt. Hatte, ich glaube, weniger Zeit, um Material zu besorgen. Hat das aber irgendwo immer wieder, ja, schnell gut gemacht. Das war nicht das Thema. Ja, Hubert Voss. Also wie ich seinen Vater auch kennengelernt habe, also den Senior-Chef, muss ich sagen, er hat, glaube ich, 1:1, das passt zusammen, er hat diese Nachhaltigkeit. Also dass man erstmal guckt, wenn die Sachen, alte Sachen defekt sind oder man da was gebrauchen kann, dass man das versucht hat, nicht direkt in Müll zu schmeißen oder noch gute Sachen da sind, dass man das ausgebaut hat und auch dementsprechend noch wieder verwenden kann. Also Hubert hat auch. Montags morgens gab es erstmal die Schuhkontrolle, ob die aufgeputzt waren, ob du sowas. Gewaschene Klamotten angehabt hast, ne, ob du dich rasiert hattest. Ne, also das gab es jeden Montagmorgen gab es erstmal. Und ja, und Gründlichkeit muss ich auch sagen, dass man, und Sauberkeit, hat er immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und ja gut, da war ich noch junger Mann, da ist man hingegangen, hat man seine Schuhe ja erstmal nicht geputzt und gesagt, komm, wie musst du arbeiten. Aber er hat gesagt, komm, wenn du hier bist, präsentierst du die Firma Voss bitte vernünftig sauber, zieh dich vernünftig an und ja, dementsprechend hat er ein bisschen Erziehung mit angenommen. Und das hat man auch gerne übernommen und ja, und Ehrlichkeit natürlich auch. Ne? Hubert, muss ich sagen, da konnte man auch mit reden, auch wenn man Sorgen hatte, auch privat dementsprechend, wurde einem geholfen, er hat auch zugehört. Also kann man schon bald sagen, als zweiter Vater. Ne? Ja, also muss ich sagen, gut ab, Hubert, hat mir auch ein paar Sachen auch geholfen, auch privat, und ich habe auch viel von gelernt. Andersum gesehen ist er ja aber auch sehr, ja, hilfsbereit gewesen, muss ich auch sagen. Also meine Frau hat irgendwann mal in der Firma angerufen, sie war mit Auto in Haselünne liegen geblieben. Da kam Hubert aber zu mir noch hin und sagte, so und so ist das, du fährst aber nur eine Baustelle,
und ich kümmere mich. Also da hat er dann bei Koopmann angerufen, da irgendwas organisiert, hat das Auto dann abschleppen lassen. Meine Frau hat einen Leihwagen von Koopmann gekriegt, konnte auch zur Arbeit fahren und ich war schon längst auf der Baustelle verschwunden. Also da muss man ganz klar sagen, da nehme ich Hutfe ab. Ja, das macht nicht jeder. Und das will ich. Aber so war er dann auch. Ich sage, er hat immer 100% abgefordert, aber es gab auch Gegenleistung. Das ist ja nun mal so. Habe ich viel von gelernt und hat auch mein Leben ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Und dann bin ich noch zwangsrekrutiert worden, 1974. Bin erst 75 in den Betrieb gekommen und 75, also intensiv, dann eingestiegen. Oder Peter immer mit seiner Rehe, wenn die da hingen und du kamst mit dem Fahrrad angeschossen ins Fahrradschuppen und da hing der immer wieder ein Reh zum Ausbluten. Ne? Das sind schon Sachen, die man nicht vergisst. Ne? Also das war schon eine coole Zeit. Ne? Schock fürs Leben. Man kommt um die Ecke, man ahnt nichts Böses und plötzlich hingen da tote Fasane, Kaninchen, Hasen oder Rehe, weil der Seniorchef ja Jäger ist. Das war der Hammer. Schock. Ja, das ist auch vorgekommen. Ja, wir waren familiär. Ja. Sigrid kam in den Betrieb. Also meine verstorbene Frau kam in den Betrieb, nachdem sie sich ja jahrelang geweigert hatte. Sie war ja die erste Rebellin in der Familie, die sich gegen ihre Schwiegermutter durchgesetzt hat. Sie hat gesagt, solange die Kinder in die Grundschule gehen, gehe ich nicht in den Betrieb. Ganz klipp und klar, ich bin hier nur für meine Kinder da. Und gut, das hat der Achnis dann geschluckt irgendwann mal. Und dann hieß es, naja, sie ist dann in den Betrieb gekommen. Sie hat im Betrieb eine Lehre gemacht. Als studierte Sozialpädagogin hat sie dann eine Bürokauffrau-Lehre gemacht. Ich war offiziell ihr Lehrherr. Sie ist dann zur Berufsschule gegangen und ist dann immer als Lehrerin angesprochen worden, obwohl sie ja Schülerin war. Da sagt sie, das wäre eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben gewesen. Ja, und die Zeit mit Hubert, eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Ich habe ja mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau, mit meiner Familie. Wir haben uns richtig zusammengerauft. Später kam es dann so, dass so alle 2-3 Monate hat es dann mal gerappelt. Dann wurde auch mal die Tür geschlagen, dann wurde auch mal laut gebrüllt. Und dann kam es aber dann so, dass der eine den anderen dann angerufen hat. Dann gesagt, komm, wir müssen noch mal drüber reden. Wir müssen einfach noch mal diese Sache ausbügeln. Dann hat das wieder mit sicherlich manchen Emotionen auch funktioniert. Und wir haben wieder uns zusammengerauft und haben das Sachproblem gelöst und haben beide die Wertschätzung füreinander aufrechterhalten. Das war ich finde heute in der Rückschau finde ich das eine sehr starke emotionale Leistung von uns beiden. Ja, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, kann ich mir das kaum vorstellen, dass wir so in den Jahren oder Jahrzehnten auch gewachsen sind. Man hat ja den Wachstum so richtig jedes Jahr mitgekriegt. Noch ein Büro mehr, noch ein Büro mehr, noch ein Mitarbeiter, noch ein Mitarbeiter, ja. Klasse. Ja, Christian Voss kam dann und Sohnemann Henry habe ich jetzt schon kennengelernt. Also vierte Generation, mal gucken, was das wird. Aber ich will hoffen, dass ich dann dementsprechend vielleicht dann meinen wohlverdienten Ruhestand habe. Dass ich die nächste Generation vielleicht nicht erleben muss. Ja, für mich war halt schon als relativ junger Mensch oder auch als Kind schon irgendwie die Firma immer präsent. Für mich ist das, seitdem ich als Jugendlicher das so klar hatte, auch immer in den Ferien klar gewesen, dass ich einen Ferienjob gemacht habe, dass ich gesagt habe, nee, ich will auch mal mit auf die Baustelle, ich will auch mal was sehen, was wird denn da überhaupt gebaut, was wird gemacht. Und im Gegensatz zu meinem Cousin oder meiner Cousine, die auch diese dritte Generation antreten wollten, war für mich das, glaube ich, fest verankert. Also in mir drin zu sagen, ja, ich mache das. Ich weiß nicht, ob es 15, vielleicht war es mit 13 oder mit 16. Auf jeden Fall, als Jugendlicher war für mich schon der Weg irgendwie geebnet. Und ich habe relativ schnell auch Kontakt zu Mitarbeitern gehabt, die für mich dann auch relativ schnell klar
Teil der Mannschaft oder Teil des Teams waren. Und ich habe immer die Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifiziert. Und es war für mich auch schon immer komisch, wenn früher Mitarbeiter gegangen sind. Es war immer so, ja, aber du gehörst doch dazu, du gehörst doch zur Familie. Und deshalb bin ich ganz, ganz glücklich, dass heute auch ein Großteil der Mitarbeiter schon lange dabei ist. Ja, und Hubert und Peter wollten gerne, dass auch zwei Personen das Unternehmen weiterführen. Und so hat man mir dann angeboten, ob ich nicht als Gesellschafter ins Unternehmen kommen möchte. Dann zeichnete sich schon während des Studiums, das war so Anfang 2000 ab, dass der Generationswechsel stattfinden wird oder auch stattfinden muss und dieser frühzeitig vorbereitet wird. Und da war es dann relativ schnell klar, dass auch ein Familienfremder, in dem Fall der Andreas hier im Unternehmen ist, der dann schon Anteil übernommen hat. Das hatten Peter und mein Vater Anfang 2001 mit Andreas soweit besprochen. Ja, das war für mich natürlich eine Riesenchance. Ne? Ich habe mir das eine Zeit lang überlegt und habe dann natürlich schnell zugesagt. Selbst unter dem Risiko, nicht zu wissen, ob das mit Christian und mit mir zusammen überhaupt auf Dauer funktioniert. Und für mich war dann so klar, ich kann diesen Generationswechsel zusammen mit Andreas machen. Und bin da nicht alleine und war da damals sehr, sehr dankbar. Andreas ist 15 oder 14 Jahre älter als ich und somit genau zwischen der Generation von meinem Vater und meinem Onkel und mir und war wirklich so ein Bindeglied. Also das hat mir ganz, ganz viel in der Zeit geholfen, auch diesen Einstieg ins Unternehmen zu bekommen. Ja, und dann sind wir Anfang 2000 gemeinsam angefangen und haben den sogenannten Generationswechsel vorbereitet. Und Christian ist ja dann punktuell auch immer schon dazugekommen. Wir haben dann viel mit Werner Bensink gearbeitet. Das heißt, wir waren dann zu fünft unterwegs. Werner als Unternehmensberater und Hubert und Peter und Christian und ich. Und haben dann versucht, das Unternehmen Voss für die Zukunft so aufzustellen, dass der Generationswechsel dann irgendwann vollzogen werden konnte. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gemerkt haben, dass unser Betriebsgebäude im Veh zu klein wurde. Das war dann 2008. Wir hatten also den Generationswechsel vollzogen. Christian und ich waren Geschäftsführer, Peter und Hubert auch noch. Die haben uns ja weiterhin begleitet. Wir konnten damals das Gebäude neben uns kaufen, das ehemalige Wohnhaus und Getränke Brinkmann. Da haben wir dann lange mit der Erbengemeinschaft verhandelt, bis wir es dann endlich für uns kaufen konnten, um da zu erweitern, das Büro zu erweitern. Das war der erste Gedanke. Und dann wurden Pläne gemacht, es wurde mit der Stadt gesprochen, wir haben Bauantrag gestellt und dann wurden uns da leider auch ein paar Steine in den Weg gelegt. Die ehemaligen Nachbarn fanden das nicht ganz so toll, dass die Firma Voss sich da in ein Wohngebiet vergrößern wollte. Dann kam die Stadt mit dem Vorschlag, hier ins Industriegebiet zu gehen. Hier war damals alles noch Wald, genau wie gegenüber. Und dann haben wir auch aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben dann neu geplant und haben hier ein ganz tolles Betriebsgebäude hingesetzt. Und Voss hat sich dann innerhalb von 2 Jahren in einem komplett neuen Gesicht gezeigt. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass die Firma in den Jahren, in denen ich dann da war, auch stark gewachsen ist. Und für mich war das auch ein Antrieb. Ich wollte größer werden. Ich wollte irgendwann der größte Installateur im Emsland werden, der größte Installateur in Nordwestdeutschland. Habe aber nie wirklich erkannt, dass da mehr dazu gehört, als einfach nur Mitarbeiter einzustellen und Umsatz zu machen. Und habe dann schon relativ frühzeitig mit Andreas gesehen, dass wir noch intensiver ins Controlling einsteigen müssen, dass wir uns um das Thema Personal kümmern müssen und um Strukturen vor allem. Das war ein Prozess, der hat sich über Monate gezogen, wo ich auch mit mir nicht zufrieden war, wo ich erkannt habe, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Mir war dann relativ schnell klar, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den Bereichen, gerade was die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und die Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern, das A und O ist. Gar nicht das Gespräch mit den oder die Kommunikation mit den Kunden, sondern eher intern,
was möchte denn Voss? Und in dem Fall, ja, sind klar, ist ein Teil ist Christian Voss. Was möchte Christian Voss? Und gerade mit, seitdem Anke natürlich auch dazugekommen ist, das konnte man ja damals auch nicht wissen, wie das funktioniert, vor 3-4 Jahren. Aber das muss man einfach neidlos anerkennen. Ihr seid einfach ein gutes Team, ne? Das ist so. Als dann auch irgendwann 4 ganz, ganz enge und wichtige Mitarbeiter bei mir waren, die dann gesagt haben, Christian, wo geht denn der Weg hin, war für mich klar, dass wir irgendwas ändern müssen. Und da kam Anke dann und hat mich an die Hand genommen und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Und wir setzen uns mal hin und schauen, was wollen wir denn und wer sind wir denn und wer wollen wir sein? Seit fast 4 Jahren bist du schon im Unternehmen. Ja, die Zeit ging auch irgendwie ganz schön schnell vorbei und oft werde ich ja gefragt, wie kam das denn? In meinem vorherigen Leben war ich Gymnasiallehrerin und dann der Schritt zu sagen, ich gebe mein Beamtentum auf und ja, gehe hier ins Handwerk, da gehört natürlich was dazu und ja, das war auch so, da sind einige Dinge passiert. Ja, die uns dann irgendwann dazu bewogen haben zu sagen, dass es eine gute Idee ist, wenn ich hier im Unternehmen mitarbeite. Ja, irgendwie war die Zeit reif, ne? Also wir haben das so gemerkt, wir haben immer mehr darüber gesprochen und das tat dem Unternehmen in dem Moment richtig gut. Und es haben sich auch Dinge so ergeben, also wir mussten am Anfang erstmal schauen, wie entwickelt sich das, was kann ich im Unternehmen, in welchen Bereichen kann ich auch tätig sein. Und dann haben wir ganz, ganz schnell gemerkt, dass das, was ich aus meiner Berufserfahrung, aus dem vorherigen Leben mitnehmen kann, kommt uns hier wirklich zugute. Wir sind immer gewachsen und das ganze Thema Kommunikation und Personal lief, vielleicht ein bisschen negativ gesagt, zwischen Tür und Angel. Und das ist bei mittlerweile über 160 Mitarbeitern überhaupt nicht mehr möglich. Wir brauchen da einen zentralen Ansprechpartner und da bist du genau richtig im Team. Und die Unternehmenskultur ist mir wichtig, unsere Werte sind mir wichtig und da gebe ich alles für, wirklich hier das ganze Voss-Team da auch zu unterstützen und in diesem Bereich auch dafür zu sorgen, ja, dass alle sich auch wohlfühlen. Heute sagt man ja auch Feel-Good-Manager. Mich freut ja auch, dass der Zuspruch der Firma Heinrich Voss so enorm gewachsen ist, auch in den letzten 2-3 Jahren, dass wir von der Kundendienst- oder von der Serviceabteilung bis hin zum technischen Zeichner, dass wir wirklich, oder Kalkulatoren, dass wir wirklich auch qualitativ gute Mitarbeiter bekommen haben und auch hoffentlich noch bekommen werden, die auch der Garant ist für die Firma. Das ist ein so festgesetztes Unternehmen und so ein großer Name hier in und um Haselünne und natürlich auch in unserer Kundschaft überregional gesehen, sodass das auch der richtige Weg ist. Ne? Da bin ich von überzeugt. Ne? Ja, stolz können wir eigentlich darauf sein, dass wir, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft haben. Also gute Mitarbeiter, gute Kollegen, muss man einfach sagen. Also was hier anders ist, und so ein paar Firmen habe ich ja doch schon kennenlernen dürfen, dass hier das Ganze wirklich als große, ja, Familie, es hört sich jetzt wieder so sektenmäßig an, aber es ist einfach so. Ob ich Ihnen die Ausbildung empfehlen kann? Auf jeden Fall, weil es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Du machst nicht jeden Tag dasselbe, du machst immer was anderes und ja, es ist einfach ein geiler Beruf. Ja, das ist eine geile Firma. Also mit so einem Team und ich finde wirklich, das ist jetzt auch kein Gelaber, dass man das einfach sagen kann, dass ich das jetzt vor der Kamera hier so positiv darstellen muss. Nein, das stimmt, da stehe ich zu und ich stehe hinter Firma Voss und ja auch das, wie es entschieden wird, wie wir arbeiten. Ja, bin stolz hier zu sein. Ich finde dieses Arbeitsklima halt hier ganz geil, weil wir haben ja auch nicht nur alte Monteure, sondern halt auch junge und da fliegen dann schon mal auf Humorbasis dann halt ein paar Sprüche durch die Gegend. Und genau sowas finde ich halt gerade geil. Sowas finde ich muss auch auf dem Bau irgendwo sein. Und ja, dass wir uns einfach so weiterentwickelt haben und nicht irgendwo, sage ich mal, stehen geblieben sind. Ne? Also es hat sich, wie gesagt, die Anfangszeiten in Berlin oder was weiß ich was oder unsere Montagetätigkeiten, ja, die waren natürlich auch anders als wir das heute, wenig professionell. Das war einfach anders. Ne? Aber das waren halt einfach die Anfänge, das muss man auch so sagen. Und ich glaube, dass sich das sehr gut entwickelt hat, würde ich mal sagen, ja. Voss ist ja bekannt, ein bisschen größer und bestimmt mehrere Bereiche gab es ja auch und dann deswegen habe ich mich auch hier beworben.
Und ich habe von mehreren Auszubildenden gehört, hier ist es gut. Ja, das ist ein Flow. Also man kann sich auf den anderen verlassen und das macht Spaß. Also so wie es mir bis jetzt gefällt, kann ich auch noch bis zur Rente bei FOSS bleiben. Ja, es ist halt alles, ja, ich sag mal, wie Zahnräder, die ineinander greifen. Auch die einzelnen Abteilungen, es ist egal, wen ich frage, es kommt immer eine Antwort und eine nette Antwort. Und es sind alle hilfsbereit und der eine macht mal was für den anderen und es ist halt irgendwie sehr angenehm hier. Und egal, wenn ich irgendwas habe, ich kann anrufen. Und wenn irgendwie was schief gelaufen ist, dann ist auch nicht direkt so, ah, du bu und so, sondern dann wird auch vernünftig geredet und man guckt, dass man zu einer Lösung kommt. Und man wird halt einfach nicht im Stich gelassen hier, ne? Und ich glaube, das macht FOSS ziemlich besonders. Wenn man mal zusammensitzt auf ein Bierchen oder jetzt einen Burger essen, das war auch gut. Also das finde ich einfach genial und das hat man in einer anderen Firma, hat man das nicht. Also Firma FOSS ist ja eine riesengroße Firma, so gesehen. Das sind fast 180 Leute oder noch mehr, ich weiß es jetzt gar nicht. Oder 160, ja. Und es ist immer noch Menschlichkeit da. Man ist keine Nummer, man zählt noch als Mensch. Und das, also ich war ja schon, viele Firmen war ich ja schon und da wird man nicht mehr so geschätzt. Also da war man nur eine Nummer, aber ja, und hier finde ich es Wahnsinn, bei so vielen Leuten, dass das so ist. Ne? Also ich finde es echt gut und das, darum macht es auch Spaß, hier zu arbeiten. Ne? Ist so. Ich wünsche der Firma, dass sie solide lange weiter besteht und dass sie den Geist, der ihr irgendwann mal viel von meinen Eltern, ein bisschen von mir und von Hubert eingehaucht worden ist, dass dieser Geist weiterlebt. Wertschätzung der Mitarbeiter, Wertschätzung der Kunden und Wertschätzung der Arbeit. Das wäre für mich, also wenn ich das, wenn mir dann einmal einer an meinem Grab sagen wird, die Wünsche sind in Erfüllung gegangen, dann wäre ich zufrieden. Also ich wünsche euch für die kommende Zeit, dass es so bleibt, dass die Auftragslage so bleibt, ist im Moment ja enorm, was an Aufträgen reinkommt, da das Richtige rauszusuchen und die Aufträge dann auch erfolgreich abzuarbeiten, sodass auch mal ein Euro übrig bleibt, der dann wieder in die Firma gesteckt werden kann, um noch weiter zu wachsen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber um das stetige Wachsen des Betriebes zu gewährleisten. Also das wünsche ich euch beiden ganz besonders. 75 Jahre. Also manchmal blicke ich auch voller Ehrfurcht zurück. Und du? Ja, absolut. Aber gerade das spornt uns doch auch an, oder? Das Unternehmen im Geist deiner Großeltern fortzuführen. Ja, und dabei ist uns sowohl die Tradition, aber auch die Innovation unheimlich wichtig. Mhm. Und ich glaube, es gibt echt viele Kunden, bei denen wir uns auch bedanken können, die diesen Weg schon mit uns gegangen sind und wirklich aus der Tradition heraus die Innovation gespürt haben bei uns und auch Mitarbeiter über, ich sag mal, teilweise Heizungsgenerationen erleben durften. Das ist einfach unheimlich toll. Das spornt an. Mhm. In unserem Jubiläumsartikel heißt es dann auch, viel Mut. Auch die Antwort von Agnes Voss auf die Frage, was man damals 1946 für eine Firmengründung gebraucht habe, zieht sich durch die Firmengeschichte. Heute braucht es wohl Mut, sich den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftesicherung oder Ausbildung zu stellen. Was ist denn für dich die größte Herausforderung für die Zukunft? Ich glaube, es ist nicht eine Herausforderung, es sind mehrere. Die hast du zum Teil schon genannt. Die Ausbildung ist das größte Thema, finde ich, Menschen fürs Handwerk, für unser Handwerk zu begeistern. Aber auch das Thema der Vorfertigung, der Industrialisierung, der Automatisierung. Es wird sich noch so viel technisch verändern. Das sind, ich glaube, die größten Aufgaben in den nächsten Jahren. Aber trotzdem bleibt der Mensch immer noch im Mittelpunkt. Und das Wichtigste. Ja, und das ist gerade bei uns im Handwerk das Allerwichtigste, das ist unser Team. Das sind die Jungs auf der Baustelle. Ja, es sind eigentlich alle, ne? Egal ob hier in der Verwaltung oder die Reinigungskräfte, die Teamassistenzen. Ja,
Die Führungskräfte, die Projektleiter, genau. Die Obermonteure. Mhm. Jeder Einzelne im Team zählt und da sind wir unheimlich stolz und sehr, sehr dankbar. Und das vergleichen wir ja auch immer mit diesem, mit den kleinen Rädchen, mit den Zahnrädern, die immer ineinander greifen. Wenn da eins fehlt, funktioniert es nicht mehr, ne? Ja, und wir sind einfach ein großes Team. Und darauf sind wir echt stolz. Ja, und ich möchte einfach, oder wir möchten einfach Danke sagen. Danke an jeden Einzelnen von euch, dass wir so ein tolles Team sein dürfen. Und wir freuen uns auf alles, was da kommt.